man Rettungsgruppe bereit, auch unter den Arten, weil wir jetzt da im Dorf sind, was wir tun, muss der die Treppen. Dr. Dilsamer von der Freiwilligen Feuerwehr Verbandsgemeinde Sabo. Um 5.23 Uhr heute Morgen wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Saarburg alarmiert. Ein Mitarbeiter der Bibelhausener Brotfabrik hat Ammoniak im Werk festgestellt. Umschließend wurde das Werk evakuiert. Die etwa 50 Mitarbeiter haben das Gebäude unverletzt verlassen. Es wurden alarmiert mehrere Feuerwehren, unter anderem auch der Gefahrstoffzug des Kreises, der im Moment im Einsatz ist, unter schweren Chemikalien-Schutzanzügen, das Loch abzudichten und die Nebelwolke Ammoniak niederzuschlagen. Es sind etwa 45 Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem auch das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei. Momentan wird der Nebel niedergeschlagen. Es besteht für die Bevölkerung in Bibelhausen keine Gefahr, da die Windrichtung Gott sei Dank so ist, dass die Ammoniakwolke vom Ort weg in Richtung Kanzem geweht wird. Bernhard Hein, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Sabo. Wir haben hier an der Bebelhauser Mühle einen Ammoniakaustritt. An der Anlage wurde gearbeitet gestern und die Nacht hat sich da ein Leck gebildet, aus dem Ammoniak ausgetreten ist. Dieses Leck wurde jetzt geschlossen. Des Weiteren wird die Hauptabfuhr vom Tank abgesperrt. Die ganzen Maßnahmen müssen unter Feuchtschutzanzügen durchgeführt werden und den Ammoniak wird niedergeschlagen mit dem Sprühstrahl über die Drehleiter und mehreren C-Rohren. Im Einsatz sind die Feuerwehren von Bibelhausen, Eil, Saarburg, Beurig sowie die Gefahrstoffeinheiten von Freudenburg, Ginschwingen, Beurig, Saarburg und Kassel sowie die Führungsgruppe der Verbandsgemeinde Saarburg und die Feuerwehreinsatzzentrale. Nachdem alle Maßnahmen durchgeführt worden sind, wird die Anlage wieder dem Betreiber übergeben.